Mit dem Neubau der Bielefelder Kunsthalle, der Widmungstafel im Eingangsbereich und dem Sammlungsschwerpunkt Expressionismus wurde die, in meinen Augen, das ist eine These, die hier noch nicht so vorgekommen ist, die Täterschaft des Oetker-Konzerns und seiner Protagonisten in der Zeit des Nationalsozialismus zu einem sinnstiftenden Opfer für die Stadtgesellschaft umgedeutet. Dagegen protestierten SchülerInnen, Studierende, KünstlerInnen, engagierte BürgerInnen seit 1968 zu unterschiedlichen Anlässen in mehreren Schüben und in vielfältigen Formen und Medien. Ähnlich wie in Kassel mit der Documenta ging es auch in Bielefeld darum, wie die Verantwortlichen und die Stadtgesellschaft die Kunst- und Kulturpolitik nach 1945 neu gestaltet haben. Darum, wie sie in und mit der Kunsthalle die Zeit des Nationalsozialismus und ihr eigenes Verhalten interpretiert haben, die Vergangenheit bewältigt haben, nannte man das damals. Mit meinem Beitrag möchte ich an die Proteste, Interventionen und Aktionen in diesem Prozess erinnern und damit eine andere von Fantasie und Leidenschaft für die Kunst beflügelte, turbulente Geschichte der Kunsthalle, an die möchte ich auch erinnern. Viele der damals aufgeworfenen Themen und Fragen lassen sich, so meine ich, produktiv weiterentwickeln im Sinne eines radikal-demokratischen Museums, das Partizipation der diverser gewordenen Stadtgesellschaft zum Ziel hat und emanzipatorische Auseinandersetzungen fördert und ermöglicht. Eduard Für hat ja schon gesagt, wer ich bin oder ein bisschen was zu dem, wer ich bin. Ich bin 1970 aus Berlin nach Bielefeld gekommen, war da Mitglied dann der Aufbaukommission Schulprojekte und hatte seitdem wechselnde Rollen in den Vorgängen in der und um die Kunsthalle beteiligt. Einmal als Chronistin und Wissenschaftlerin, als Beobachterin und Akteurin. Als Kunsthistorikerin hatte ich mich vorher in Berlin in den Studienreformdebatten und bei der Gründung des neuen basisdemokratischen Kunstvereins der neuen Gesellschaft für bildende Kunst engagiert und hoffte hier auf eine Kooperation mit dem Museum, wenn wir da den Studiengang Künste am Oberstufenkolleg aufbauten, hatte damals auch so einen Brief geschrieben an Herrn von Moltke, wie man da vielleicht sammeln könnte, dass man das mit Schülern was zusammen macht. Und hat da in der Zeit auch schon mit der Werkkunstschule zusammengearbeitet, die da noch so hieß. Vieles hat sich jetzt, wird sich auch wiederholen, da mache ich, hoffe ich, ganz schnell. Nochmal zu den Akteuren. Drei der dort gezeigten Männer, nämlich rechts Pinau, ich sehe es von hier schlecht. Das ist Philip Johnson, dann kommt Oetker, dann kommt Pinau und dann kommt Oetker. Und dann ganz hinten Hinnendahl. Die drei Erstgenannten waren politisch alle im selben Fahrwasser gewesen und hatten nach 1945 die Möglichkeit und die Aufgabe, ihr Leben wieder unter den neuen Umständen neu zu positionieren. Dazu brauche ich jetzt zu den Biografien vielleicht nur von Pinau. Naja, von Oetker selbst, er war seit 1942 in der Waffen-SS und seit 1944 Chef des Konzerns. Und bis zuletzt, so sein Sohn aus zweiter Ehe, August, nach dessen Tod war er ein Nationalsozialist. Wirsching ist ja schon mit seiner Studie zitiert worden. Die Familie Oetker und die Firma Oetker waren Stützen der NS-Gesellschaft. Sie suchten die Nähe des Regimes und profitierten von dessen Politik. Cäsar F. Pinau war hier der Bauleiter, hat ja schon einen ersten Entwurf für die Kunsthalle gemacht und gestern haben wir ja schon den Anbauentwurf gesehen. Parteimitglied 37 entdeckte Albert Speer Pinau und vermittelte ihm bis 45 Staatsaufträge, darunter die Renovierung des Reichspräsidentenpalastes anlässlich des Staatsbesuchs von Mussolini und weitere, das lasse ich hier mal weg, wir sind ja eh in der Zeit spät.
Er war nach 1945 Hausarchitekt von Rudolf August Oetker, machte Entwürfe für den Bau der Kunsthalle und nach der Entscheidung für Philip Johnson übernahm er von ihm die Bauleitung. Und ich fand es interessant, dass Johnson ihn dann auch wieder empfohlen hat für die Erweiterung. Und zur schillernden Gestalt von Philip Johnson und seinen politischen Hintergründen haben wir ja auch schon was gehört. Dann gehe ich zur nächsten Folie, das haben wir jetzt auch schon gesehen. Die Tafel nochmal, was vielleicht oder ich noch bemerkenswert finde darüber hinaus, dass Rudolf August Oetker, die hing ja im Eingangsbereich und er spricht sozusagen als Hausherr. Mit der Tafel spricht er als Hausherr. Die Bodische Kritik ist hier nochmal in Auszügen zu lesen und auch der Wandel in der Rezeption bei dem Text von Schwarz 2012. Also das haben Sie ja toll dargestellt, wie sich das gewandelt hat in der Zeit. Muss ich mal gucken, wo ich jetzt hier bin. Denn dieses ikonische Bauwerk der Nachkriegsmoderne ist zwar voll mit Bildern, aber eben alles andere als schwer von Bildern. Es besitzt bei aller Monumentalität eine erstaunliche Leichtigkeit, fast Heiterkeit in seiner Gestalt, eine wohltuende Kühle und Geradlinigkeit. Das Museum bietet sich als ein Ort der Befreiung dar, der Entlastung. Und das finde ich schon interessant, wie völlig konträr, dass es gesehen werden kann. Und ich habe ja auch einen anderen Beitrag geschrieben, wo ich dachte oder vorgeschlagen, interessant fand, dass Johnson sich an Yad Vashem orientiert und die Frage, wie eben auch da so eine Täter-Opfer-Umkehr durch die Architektursprache möglich ist, so eine Frage hätte ich jedenfalls. Ja, Pinscher ist auch schon erwähnt worden, die Schülerzeitschrift aus der linken Baracke, und die haben dann auch der Peter Gieselmann hat dann unterschrieben einen offenen Brief vom politischen Club der linken Baracke am 1.8.68 an den Rat, wo er zeigt, dass diese Proteste sich ja nicht nur gegen Namen richten, sondern auch gegen so eine ambivalente Doppelmoral. In dem Brief heißt es, halten Sie es noch für möglich, das Kunsthaus nach einem solchen Mann zu benennen, nach einem Mann, der doch mitverantwortlich ist für die Gräueltaten des Faschismus, dessen Partei die entarteten Künstler und ihre Werke verfemt und vernichtet hat, während die Eröffnungsausstellung gerade die Werke solcher Künstler zeigt, dessen Partei den Bruder des jetzigen Leiters des Kunsthauses als Widerstandskämpfer hingemordet hat, 6 Millionen Juden vernichtet hat, während die Eröffnungsausstellung von einem Angehörigen dieses Volkes zur Verfügung gestellt wird? Soll das Ironie sein oder ist es eine neue Form der Bewältigung der Vergangenheit? Und dann fordern die linke Baracke-Mitglieder eine öffentliche Diskussion dazu. Und diese Ambivalenz ist auch das, was ich in diesem ganzen Prozess sehe und wichtig finde. Ja, hier sehen Sie nochmal die Schilder. Also es geht natürlich auch, wie weit bestimmt das Geld, die Kultur an den Slogans, die da getragen werden. Und wem gehorcht der Rat und so weiter. Nach der Absage wird dann, ach, da war ja eben auch dieses Plakat nochmal, die Uni war da ja in Planung, eben ob die folgt nach dem Kaselowski-Haus die Himmler-Uni. Ja, jetzt kommen wir schon zu 71, also inzwischen ist still das eröffnet die Kunsthalle und Henze hat auch doch das Konzert gegeben, aber sich auch ganz kritisch geäußert, also auch etwas ambivalent. Ja, 1971 wurde die Werkkunstschule zur Kunsthalle, Werkkunstschule zur Fachhochschule umgestaltet. Da fand eine Ausstellung hier in der Kunsthalle statt und das war also der Anlass. Es gab einen Plakatwettbewerb unter den Studierenden und den hat dieses Plakat, was Sie hier
muss immer gucken, links sehen, ne, der hat gewonnen von Rüdiger Krull, spontan hingeschrieben. Und es wurde dann noch mal heftig diskutiert, ob man nicht was anderes nehmen sollte. Es gab ganz viele Einsendungen. Und dann wurde doch mit 68 zu 66 Stimmen dieses Plakat gewählt. Und interessant ist, dass aber sowohl auf diesem Plakat als auch das wurde dann auch plakatiert, 200er Auflage, und dass dann nie Richard Kaselowski Haus da steht, sondern hier steht sogar nur Kunsthaus und sonst steht immer da in der Kunsthalle. Also öffentlich auf den ersten Plakaten ist nie Richard Kaselowski Haus erwähnt. Ja, die Eröffnung fand dann statt, sehen Sie, ziemliches Gedränge. Es war so voll wie jetzt auch oft im Haus. Und da gab es drei Punkte des AStA-Vorsitzenden Peter Schwarz. Es ging um die Namensgebung, die faschistoide Architektur. Da ist die Debatte in den Zeitungen aufgegriffen und die Ausstellungspolitik. Also vor allem der Sammlungsschwerpunkt, der ja von Oetker mit vorgegeben war, Expressionismus. Anlass zu hitzigen Diskussionen gab die Äußerung, das steht hier unter dem Bildunterschrift, des AStA-Sprechers, der Bau der Kunsthalle weise faschistoide Merkmale auf. Und hier sieht man eben den Peter Schwarz und von Moltke im Streitgespräch über, schreibt, steht dann drunter, die Bielefelder Kulturpolitik über Struktur und Architektur der Kunsthalle. Joachim von Moltke, zu dem will ich doch noch ein paar Worte, der ist ja hier jetzt noch nicht vorgekommen, war der Sohn des jüngeren Bruders des hingerichteten Widerstandskämpfer Helmut James von Moltke. Er versuchte, die Nazizeit nicht zu verschweigen, sondern die Kontrahenten zu versöhnen. Nicht zuletzt, indem er Oetker riet, bei dem Bau auf zu provokante Details zu verzichten. Also so schreibt er es in seiner, es gibt so einen kurzen Rückblick von ihm. So auf die Ausstellung einer Büste von Richard Kaselowski in der Eingangshalle, die wir ja jetzt gesehen haben, und, Zitat, draußen am Gebäude eine Beschriftung mit Bronze mit dem Namen Richard Kaselowski Haus anzubringen. Ich sagte bei einem Gespräch mit Herrn Oetker, dass mit Sicherheit anzunehmen sei, dass die Beschriftung draußen mit Farbe unkenntlich gemacht werden würde und dass die Büste von Richard Kaselowski besprüht werden würde. Auch bei den Studierenden gab er sich gesprächsbereit. Der AStA-Sprecher und Redner Hans-Peter Schwarz, der war damals Student an der Werkkunstschule und der ist dann später der erste Leiter des Architekturmuseums in Frankfurt geworden und dann hat dann Kunstgeschichte studiert. Ja, also es geht auch hier immer wieder um dreierlei, um die Namensgebung und was mit dem Namen, wo der wie auftaucht, um die Architektur und die Ausrichtung der Sammlung. Jetzt nochmal ein Schlaglicht zur Architektur, das ist von Hans-Peter Schwarz ein Flugblatt. Da griff er sozusagen im Sinne Bodes und der anderen Kritiker die Architektur auf und montierte in seiner Zeichnung ein leicht verfremdetes Zitat des NS-Ideologen Albert Rosenberg mit Skulpturen von Arno Breker auf die Fassade des Gebäudes. Im Zusammenhang mit dieser Ausstellung kam es dann zu einem wirklichen Eklat. Also schon der Auftakt war stürmisch und es gab lange Zeitungsberichte darüber. Aber dann wurden Arbeiten abgehängt. Obszön, nicht obszön, der abgehängte Ausstellungsbeitrag der KUPO. KUPO war die Projektgruppe Kunst und Politik, 1971 gegründet von 7 Studenten der freien Grafik an der Werkkunstschule. Frank Herzog war einer von ihnen, Gisbert Lange, Manfred Schnell und andere. Also
Die Projektgruppe ist dann 1973 wieder auseinandergegangen. Die abgehängten Bilder sind durch schriftliche Materialien der Gruppe und durch ein Interview mit Frank Herzog im Rahmen einer Lehrveranstaltung Multiples und Manifeste 1967-78 von mir, beiden Kunstpädagogen an der Uni, aus dem Jahr 2009 recht gut dokumentiert. Allerdings gibt es nur diese eine Abbildung. Nach Herzog bestand die Arbeit aus 9 Bildtafeln von 1x1 Meter, die in der Mitte geteilt waren. Auf der einen Seite war immer dasselbe Fotos eines kopulierenden Paares, entnommen aus einer Publikation der Kommune 2, zu sehen, darunter in Großbuchstaben, so wie hier, obszön. Gegenübergestellt waren jeweils seine Fotokollage, eine Fotokollage mit aktuellen Bildern, wie hier das Supermarktregal mit dem davor montierten handschriftlichen Aufsteller. Circa 70% der Weltbevölkerung hungert, alle 7 Sekunden stirbt ein Mensch den Hungertod. Darunter wieder in Großbuchstaben nicht obszön. Mit weiteren Montagen stellten sie die Kapitalverflechtung des Vatikans dar, Bilder von Soldatensegnungen kombiniert mit den Anteilen des Vatikans an der Rüstungsindustrie und an Verhütungsmittelfirmen. Oder sie zeigten zum Vietnamkrieg ein vietnamesisches Model, welches im Kampfanzug für Sektwerbung posiert, zusammen mit brutalen Kriegsszenen. Unter diesen Montagen stand ebenfalls immer nicht obszön. Und abgehängt wurde der ganze Beitrag, weil die Darstellung des Koitus jugendgefährdend sei. Da sehen Sie ja hier vom Staatsanwalt, ließ die Bilder entfernen. Auf einem Transparent erklärten die KUPO-Mitglieder ihr Vorhaben. Unser Ziel ist es, aus einer Zusammenstellung der Erscheinungen der wirklichen Obszönität, wie sie sich im kapitalistischen System darstellt, das Wesen eben dieses Systems durchsichtig zu machen. Und das wollten sie nach dem Buch von Herbert Marcuse, Versuch über die Befreiung. Und da habe ich ja auch noch dieses zweite Zitat, das muss ich jetzt ja vielleicht nicht vorlesen, das können Sie ja auch selber lesen. Zunächst schien von Moltke noch bereit, die Arbeiten weiter im Haus zu zeigen, nun für Kinder unzugänglich. Auf einen Anruf von Oetker hin habe er sie aber dann endgültig abgehängt, so Herzog. Versuche beim Oberlandesgericht Hamm und beim Verwaltungsgericht Minden, diesen Eingriff in das Grundrecht der Kunstfreiheit rückgängig zu machen, blieben erfolglos. Als Reaktion auf die Zensur produzierte die Gruppe ein Flugblatt mit einem Comic. Das ist also ein Blaudruck. Wer früher irgendwie im Unterrichtsbetrieb tätig war, hat immer Blaudrucke gemacht. Also den konnte man so schlecht lesen, der ist halt DIN A4 groß. Da haben in dem Seminar 2 Studentinnen auf Leinwand den nochmal schön nachgezeichnet, dass man ihn gut lesen kann. Also, Sie sehen ja da der KUPO-Beitrag. Antikunst ist, werde ich keine künstlerischen Maßstäbe anlegen, sagt von Moltke. Dieser Beitrag ist wichtig für uns alle auf Bild 2, um die fast zur Selbstverständlichkeit gewordene doppelschichtige Moral aufzuzeigen. Dann Bild 3, ich lasse den Beitrag hängen und dann klingelt das Telefon. Herr Dr. von, was machen Sie da? Ich hänge den Beitrag der KUPO ab. Verantwortlich Kunst und Politik, Projektgruppe und eben dieses, wo man das schöner lesen kann. Und im Anschluss daran produzierte die Gruppe Linolschnitte. Deshalb, also es ist nicht ein Zitat von unserem Bundeskanzler mit seinem Doppelwumm, sondern es kommt da vielleicht her, dass er auch in derselben Zeit sozialisiert ist. Der Kunst hat Wumm, diese Frakturschrift, wo die Kunst ja noch schön ist, und dann das Wumm, da haben die produziert und dann diese weiteren, also 4 Linolschnitte haben sie produziert, die in Anlehnung an die Poster des Pariser Mai entstanden sind. Ja, und Sie sehen diesen Goldrahmen, das hängt bei mir und es ist eines meiner Lieblingsbilder.
Und die haben den dann im Rahmen dieser Ausstellung, die immer noch lief in der Kunsthalle, dann auch verbreitet. Und auf der Rückseite, die konnte man dann da mitnehmen, auf der Rückseite war das Konzeptblatt für die Oetker-Aktion der Projektgruppe Kunst und Politik. Und da haben sie, das ist auch leider bei den Architekturbeschreibungen jetzt gar nicht vorgekommen, diese Mauer mit den Fahnenstangen, die ist ja ziemlich bemerkenswert für das Gebäude, die haben sie eben benutzt und haben 4 Tüten Fahnen auf den Fahnenstangen an der Mauer mit Leinen bemalt geplant, eine mit roter Grütze, einer mit gelbem Wackelpeter, einer mit grünem Wackelpeter und einer mit roten Wackelpeter. Aufziehen der Fahnen, zweitens Pudding rieselt aus den Supertüten, Pudding ansetzen, Mischpudding anrühren, feierliche Übergabe an Dr. von Moltke, feierliches Schauessen der Akteure mit den Honorationen der Stadt und der Kunstelite, nach dem Essen gemeinsamer Verdauungsspaziergang der oben genannten Leute durch das Kunsthaus. Die waren damit inspiriert, da waren 1971 an der Fachhochschule, nenne ich sie jetzt, der Studiengang Intermedia von Gunther Keusen gegründet worden und da haben die solche Sachen aufgenommen und die wurden später bei den späteren Protesten, das sehen Sie gleich, auch wieder aufgenommen. Ja. Und der ASTA der Fachhochschule, das Kulturreferat, hat dann noch, also es ist natürlich toll, wie der Denker hier auch immer wieder aktiviert wurde. Es ist wieder soweit und da kommt ein längerer Text, die Parallele zur Nazizeit. Es wird als Pornografie diffamiert, Kritik an Zuständen, die uns alle betreffen, wie Umweltverschmutzung, Rassendiskriminierung, Wohnungsnot, können den dafür Verantwortlichen gefährlich werden. Deshalb wurden die Arbeiten 4 Tage nach Eröffnung abgehängt. Die freie Meinungsäußerung endet da, wo Künstler für die Interesse der Bevölkerung eintreten und damit gegen die Interessen der wenigen Herrschenden. Bürger unterstützt das Recht auf freie Meinungsäußerung, kommt zur Podiumsdiskussion in die Kunsthalle. Es bildete sich auch eine Bürgerinitiative dann, für die die Entfernung der Tafel nur ein erster Schritt war. Und das sind hier die Forderungen der Bürgerinitiative, also alles von 71. Mehr Mitbestimmung bei Ankäufen, intensivere museumspädagogische Arbeiten, Räume für unzensierte Ausstellungen für und von Jugendlichen und politischen Gruppen. Ja, finde ich auch so ein Beispiel eben für umfassendere Forderungen nach Partizipation und Demokratisierung des städtischen Museums. Die Bürgerinitiative hat nicht lange durchgehalten, also ich weiß nicht, was da draus geworden ist, aber Entschuldigung. Seitdem 1974 Ulrich Weißner Direktor geworden war, trat der Name zurück, nicht mehr auf den Briefkopf und er fand sich auch nicht auf Plakaten. Dennoch kam es anhand der Widmungstafel weiterhin zu kritischen Auseinandersetzungen. Als 1983 anlässlich des 50. Jahrestags der Machtübergabe das Stadtarchiv in der Kunsthalle eine erste umfassende Ausstellung zur Bielefelder Geschichte im Nationalsozialismus zeigte, kam es zu einer gezielten Beschädigung der Widmungstafel in der Eingangshalle, die daraufhin verdeckt wurde. Da hatten Leute ihren Parker so hochgezogen und dann ein Messer und schon war es nicht mehr lesbar. Das linksalternative Stadtblatt titelte daraufhin erster Erfolg der NS-Ausstellung, Kaselowski ist weg. Und erklärte im Namen der jugendlichen Täter, für sie kann keine Persönlichkeit dieser Stadt eine solche Ehrung erhalten, wenn sie nicht immer und unnachgiebig für Freiheit, Demokratie und Menschenwürde eingetreten ist. Doch trotz erster Ansätze einer kritischen Auseinandersetzung mit der lokalen NS-Geschichte blieb der Kunsthallenname unangetastet. Aber es gab jetzt eben diese Auseinandersetzung im Zusammenhang mit 40 Jahre nach Kriegsende. Diese Zeitschrift hier,
wurde zum ersten Mal die Frauenfrage bei der Benennung der Kunsthalle diskutiert. Auch deshalb, so die Begründung, weil viele ihrer Grafiken im Bestand der Kunsthalle aussortiert worden waren als entartet. Es war ein breites Bündnis, die diese Zeitschrift rausgegeben hat, auf der an der Unterseite, irgendwie ist mir das nicht gelungen, das besser zu kopieren, aber man sieht es, glaube ich, ganz gut. Breites Bündnis, der gehörten an die Bielefelder Friedensinitiative, die Jusos, das IBZ Friedenshaus, MSB Spartakus, SDAJ, SHB, SJD, die Falken, die Grünen Bunte Liste, Bielefeld, GEW, VVN, Bund der Antifaschisten. Ist diese Geschichtsklitterung in einem demokratischen Gemeinwesen haltbar oder brauchen wir dringend einen neuen Namen für diese Halle? Vorschlag Käthe Kollwitz-Haus. Und Annelie Buntenbach hat es dann in den Rat eingebracht. Die Grünen waren da inzwischen in den Rat eingezogen. Und der von Annelie Buntenbach in der Ratssitzung vom 30.05.1985 erläuterte Antrag wurde auf Empfehlung von Oberbürgermeister Schwickart als ausdiskutiert und deshalb nicht mehr zu diskutieren abgelehnt. 10 stimmten dafür, also stimmten für den Antrag. 1988 wurde er wieder von der DKP aufgegriffen. Das finde ich auch interessant, weil es dann immer diese Verbindung von Protesten und Ausstellungspraxis zeigt. Bei der Ausstellung zu Picassos Klassizismus. Ja, das können Sie auch selber so lesen, natürlich. Dann war es länger still. Vielleicht gehören immer so stille Phasen, wie wir ja vorhin gesehen haben, auch dazu. Das änderte sich nach dem überraschenden Tod Ulrich Weißners 1994 und mit der Einstellung von Thomas Kellerein. Anlass waren die Finanzprobleme des Ausstellungshauses und die geplante Umwandlung in eine öffentliche Betriebsgesellschaft. Dabei sollte und wollte Firma Oetker ein Viertel des Betriebskapitals tragen, allerdings unter der Bedingung, dass die Kunsthalle und die Betriebsgesellschaft den Namen Kaselowski wieder nach oben brächte und dass die Kunsthalle den Namen auch tragen sollte. Also bei Weißner war der immer weiter verschwunden. Weitere Mitglieder der Betriebsgesellschaft sollten die Stadt, die Sparkasse Bielefeld, mehrere Firmen sein, die sich unter dem Namen Pro Bielefeld zusammengeschlossen hatten und die es ja auch heute die Kunsthalle tragen, wenn ich das richtig sehe. Aufgrund dieser Pläne und dem Wiederauftauchen des Namens auf den Ausstellungsplakaten des Hauses bei der Irma Stern Ausstellung 1997, bildete sich die Initiative Leidenschaft für die Kunst. Jetzt, das steht auch da oben, das lese ich noch mal vor. Wir sind alarmiert, vor allem durch die Pläne der Verwaltung zur Umstrukturierung der Kunsthalle. Ich finde das ziemlich aktuell übrigens gerade. Die finanziellen Schwierigkeiten müssen anders gelöst werden als durch blindes Sparen und eine bedingungslose Übergabe von Kultureinrichtungen an finanzstarke private Unternehmen. Die von dem, Theatermacher, Schauspieler und ehemaligen Kollegiaten Harald Hahn gegründete Radiogruppe im AJZ hatte zusammen mit dem Künstler Klaus Möller eine Sendung zu Richard Kaselowski erarbeitet, eine Radiosendung von ungefähr einer halben Stunde, die man auch jetzt im Internet noch finden kann, die ziemlich interessant und fetzig ist, unter dem Titel Gegen die versuchte Entschuldung eines nationalsozialistischen Täters oder warum die Kunsthalle nicht Richard-Kaselowski-Haus heißen darf. Radio Bielefeld war verpflichtet, als Bürgerfunk 15% seiner Sendezeit für solche Produktionen zur Verfügung zu stellen und die Sendung war für den 3.3.1998 auch angekündigt. Nach Rücksprache mit Oetker wurde sie nicht von Radio Bielefeld gesendet. Daraufhin wurde die Landesanstalt für Rundfunk eingeschaltet, die prüfte das und stellte fest, dass die Unterlassung
war nicht rechtsmäßig. Und so kam es am 2. Juni 1998 zu dem Radio-Hörspektakel, zu dem auf der linken Seite eingeladen wird und wo Sie hier anhand den Fotos sehen, wie da Backpulver ausgestreut wird auf den hellen Kopf und wie dann die Radiosendung losgeht. Also da gibt es eine Reihe, es gibt eine ganze Fotoserie von dem Fotografen Jörg Boström, der hier an der FH war. Und damit, also alle sollten Radiogeräte mitbringen, deshalb stehen da mehrere und dann haben wir alle da Radio gehört und war dann ziemlich lustig. Auch lustig. Die Debatten um die Kunsthalle weiten sich jetzt aus durch die Radiosendung über Kaselowski und es gibt auch eine zweite, die auch im Netz zu finden ist, über Philip Johnson, auch eine halbe Stunde ungefähr. Und vor allem durch den Vortrag des renommierten Historikers Hans-Ulrich Wehler in der Uni. Die Verletzung der politischen Scham hat er seinen Vortrag genannt, schon aus dem Titel geht hervor, was er damit meinte. Was sollen wir denn den Kollegen aus Israel erzählen, mit denen wir an der Universität kooperieren? Und hier auf dem Plakat von Klaus Möller auch finden Sie aus der Topographie des Terror Zitate, einmal über den Freundeskreis Reichsführer SS und zur Benennung der Kunsthalle. Dieser Zeitungsartikel hat hier vor Ort, glaube ich, für ziemlich viel Wirbel gesorgt, viele sehr verärgert, also vor allem Maja Oetker hat sich da immer sehr deutlich geäußert und hat auch dazu geführt, dass eben jetzt auch das 30-Jährige der Kunsthalle nicht feierlich begangen werden sollten. Die wurden dann abgesagt, wie 68 auch. Stattdessen riefen aber nun die Bielefelder Künstlerinnen und Künstler auf zu ausufernden Feierlichkeiten. Anschneiden der Geburtstagstorte, feierliche Enthüllung einer zweiten Gedenktafel und der Performance der nicht nirgends niemals der Performancegruppe, das steht da in dem Faltblatt oder in die Kunsthalle der Kunsthalle war die Schleifenaktion, Pizza Kaselowski und Einwohnerantrag. Dazu komme ich noch. Hier ist noch die verdeckte Gedenktafel zu sehen. Es war gedacht, also ich war ein absoluter Gegner oder nicht absolut, aber eine ziemliche Gegnerin, dass die Tafel da einfach wegkommt. Da stimme ich Herrn Rath völlig zu. Ich wollte wir anderen in der Leidenschaft für die Kunst wollten eine zweite Gedenktafel auch im Vorraum anbringen. Die war zwar auf Metall, also Sandstein, das haben wir nicht hingekriegt, aber wir haben versucht, die Schrift gleich zu machen. So richtig gleich sieht sie ja nicht aus. Der Stifter Rudolf August Oetker und der Rat der Stadt Bielefeld hielten es 1968 für angemessen, Richard Kaselowski mit der Kunsthalle ein Denkmal zu setzen, einem Mitglied und Förderer der NSDAP und einem Angehörigen des Freundeskreises Reichsführer SS Heinrich Himmler. Diese Tafel haben wir Frau Doppheide, die war damals SPD, Oberbürgermeisterin, schenken wollen. Die hat die Schenkung abgelehnt. Und daraufhin haben wir stand die Tafel dann immer irgendwo rum und wurde dann den Grünen übergeben mit der Bitte, sie irgendwann, wenn die Zeiten sich geändert hätten, ins Historische Museum zu bringen. Und ich habe jetzt versucht, im Vorfeld dieses Vortrags nochmal rauszufinden. Die Grünen mussten zweimal umziehen. Im Moment ist sie noch nicht gefunden worden. Dann wollte ich aber auch wissen, wo denn die andere Tafel ist und dass die hier so schön in der Kunsthalle geborgen ist, das ist ja auch schon mal gut. So, ich komme aber auch, wir nähern uns ja, 50 Jahre sind einfach lang. Das mit der zweiten Tafel habe ich jetzt schon gesagt. Also es wäre toll, wenn man die zweite Tafel fände. Also ich hätte es gut, auch bei dem Straßenschild, dass man das
entfernt. Ich finde eher Kommentare, Kontextualisierung wäre wichtig, um das hier. Aber vielleicht gibt's ja digital ganz andere Möglichkeiten, wenn man sich so, ich habe so geträumt davon, von so einem Suchspiel. Also man könnte so für Jugendliche irgendwie interessante digitale Produktionen machen, wo man guckt, wer war Herr Kaselowski. Es haben einige ja auch Arbeiten darüber geschrieben, es gibt so einen Preis für jugendliche historische, sowas. Naja, das ist, ja, jetzt hier die andere Aktion, die hat es sogar bis ins Kunstforum International geschafft. Nicht, nirgends, niemals, nie, Omas Schokogeheimnis, eine Eingreifaktion zu 30 Jahren Kunsthalle Bielefeld. Die Kunsthalle soll nicht länger Richard Kaselowski Haus genannt bleiben und auch nicht den Namen Ida, das habe ich jetzt ausgelassen. Also die Frau sollte dann als Retterin erscheinen, dann sollte es als Ida Kaselowski Haus eben weiterhin Kaselowski Haus heißen. Und das hatte Frau Doppheide, die Bürgermeisterin, auch zugestimmt, aber die Bedingungen daran geknüpft, dass man nachgucken sollte, ob sie eben auch in der Partei gewesen sei. Und dann stellte sich raus, dass sie auch in der Partei war und nicht nur in ihrem Hause eben wirklich sehr aktiv nationalsozialistische Politik betrieben hat, aber natürlich auch Frauenpolitik und Kinderkrippen. Ja, also dann schied Ida auch aus. Und das, darüber habe ich mal, finde ich interessant, wie dieser ganze Prozess lief. Das habe ich Ihnen aber heute erspart. Ja, die Kunsthalle soll also nicht länger Richard Kaselowski Haus benannt bleiben, auch nicht den Namen Ida tragen, meinte eine Bielefelder Kunstinitiative. Aus diesem Anlass finden im Außenraum der Kunsthalle alternative Feierlichkeiten statt und so weiter. Das steht da ja auch. Ja. Ja, und dann gab es noch die Schleifenaktion der Kunsthalle, sie hatte ja Geburtstag, da kriegte sie die Schleife, da sind die Künstlerinnen Elke Werneburg, Ann-Kathrin Radecke und Andrea Köhn, die da stehen, und die Schleife, ganz nach oben sind wir leider nicht gekommen, da war diese, war zu hoch. Und da sieht man auch schon, dass da die Leute, da lauter Stände sind, und da hatten zwei Künstler, Dirk Steinbrenner und Klaus Möller, zusammen auch Pizzen gebacken. Die sieht man auch schön auf der Außenseite mit Spitzendeckchen für Ida und für Richard Kaselowski ohne Spitzendeckchen. Die konnte man da kaufen, da war auch wirklich leckere Pizza drin. Unsere Mäuse haben sie leider angefressen, die waren so lecker für die Mäuse selbst. Und dann gab es da einen Einwohnerantrag an den Rat, dass doch zur Umbenennung der Kunsthalle. Und dieser Antrag wurde dann ja angenommen und am 29.10. die Umbenennung beschlossen. Und die Tafel, die blieb aber erstmal da. Ja, und ein wesentlicher Shift für diese ganze Geschichte, die den zum Umfallen brachte, war ein Artikel in der FAZ, weil doch viele die FAZ hier in den gehobeneren Kreisen lesen. Da hatte Dirk Schümer von Tätern zu Wohltätern unter dem Titel einen sehr kritischen Artikel verfasst, und der Rat beschloss das dann eben. Und die Leidenschaft für die Kunst, die Gruppe forderte dann ein transparentes Sponsorenkonzept. Oetker selbst zog sich zurück und seine Leihgaben ab. Da gibt es auch ja Fernsehdokumentationen. Und zum 85. Geburtstag von Oetker, da hat der Rat dann beschlossen, diese Hochstraße, an der das Familienhaus mal lag, den unteren Teil in Kaselowski-Straße umzubenennen, was dann 2013 wieder rück. Nee, wann war's? Ja, 2013 wieder zurückbenannt wurde. Was hat der Rat ja schon gezeigt? Ja, das ist jetzt die neue Tafel. Inzwischen gab es die Initiative Anti-Kaselowski
die dann doch gesagt, zwar auch kritisch sahen natürlich, dass die eigentlichen Opfer des Nationalsozialismus da überhaupt nicht benannt sind, aber dass doch die lobten, dass die Tafel da ersetzt worden ist. Ja, und im Unterschied zu Herrn Rath habe ich Kaselowski auch seitdem noch mal wiedergefunden, und zwar an dem Weihnachtsbaum, als Christina Weg als der Rodin auf Reisen ging, der Denker, war im Dezember 2020 eine Weihnachtsbaumaktion, da konnte man Kugeln dranhängen. Und da hat ein Josef P. Jansen, offenbar ein Soziologe, stand im Westfalenblatt, der hat diese Kugel gemacht. Da ist noch die Kaselowski-Straße drauf, die es ja schon nicht mehr gab. Der erinnert richtig dran. War Dr. Richard Kaselowski ein Nationalsozialist des Herzens, ein treuhänderischer und guter Familienvater und erfolgreicher Unternehmer, Mensch mit einer deutschen Seele, und hat dann so aus diesen Debatten dann so was zusammengebastelt. Ich habe jetzt noch einen ganz kleinen Text, mein Resümee, das muss ich nur finden. Ich kann es aber auch natürlich so machen. Also was mir wirklich am Herzen liegt, ist, dass diese ganzen Debatten, Kaselowski, Tafel und Gebäude und auch der Bau, das Engagement derer, die sich da beteiligt haben, immer darum ging, wie soll das Museum sein, wie soll das Museum aussehen und was soll gesammelt werden. Die ganze Frage, ist es damit getan, dass man Spätrottlufs Georginen in der Vase, was aus der Hamburger Kunsthalle verbannt wurde, obwohl es Rosa Schapire und der Hamburger Frauenverein gestiftet hat, das hat die Kunsthalle dann angekauft, weil sie ja den Sammlungsschwerpunkt Expressionismus hatte. Also diese ständige Umdrehen, was schon diese Pinscher-Jugendlichen fragen, diese Doppelmoral sozusagen. Wie kann ein Museum beschaffen sein, was eben die Beteiligten, alle Beteiligten an der Gestaltung beteiligt? Und deshalb hat mich das so gefreut, Christina, dass du das auch bei der Einführung gesagt hast. Und dazu hatte ich noch ein paar kluge Worte aufgeschrieben, aber die finde ich jetzt leider nicht. Und wenn ich sie finde, dann... Ja doch, hier sind sie. Hat Kunst Wumm in diesem langen Prozess? Es ging ja nicht nur um Kaselowski und die Benennung der Kunsthalle und die Tafel. Es ging darum, wer in der Kunsthalle das Sagen hat, auf unterschiedlichen Gebieten und Ebenen. Beim Bau und dessen immer wieder blockierter Erweiterung, bei der Ausrichtung der Sammlung, bei der Frage, wer was ausstellt, bei den pädagogischen Konzepten. Was ist zum Beispiel mit einer Forderung wie die nach einem Raum für unzensierte Ausstellungen von Jugendlichen? Also was die da auch mal gefordert haben. Wer darf sprechen? Wer hat Mitspracherecht? Die Politik, die Geldgeber, die ausgewiesenen Fachfrauen und Männer. Und welche Rolle haben dabei die BürgerInnen, denen die städtischen Sammlungen ja schließlich gehören und auch eigentlich das Haus inzwischen? Es ist ja Geschenk. Welchen Bau und welche Strukturen braucht ein radikal demokratisches Museum? So, das war's jetzt.